wieder Montag. Ein wunderschöner sonniger Tag. Es ist, glaube ich, schon 11 Grad draußen. Ich war ja gestern crossen und da habe ich euch erzählt, dass ich mal wieder auf dem Weg nach Emmen bin. Die haben heute auf, da kann man Supermoto trainieren oder fahren und ein bisschen Spaß haben. Der Holzi ist da, die Sarah ist da, ich glaube, der Stefan kommt auch. Wird wahrscheinlich ein lustiger Tag heute. Ja, es ist wieder mal kurz vor 9. In unserem Hobby haben wir nicht wirklich viel Schlaf, weil man frühest irgendwo hinfahren muss. M ist von mir eine Stunde 20 max weg. Also die Strecke, die am nahesten für mich ist. Der Hasewinkel ist eigentlich genauso weit, aber die haben ja nicht immer auf. Ja, wir schauen mal heute, wir trainieren nochmal, weil am Wochenende steht ja der erste IDM-Lauf an. Deswegen wollte ich heute nochmal gerne fahren. Ich habe zwar übelst einen Muskelkater in den Unterarmen vom Crossen gestern, aber das soll wohl werden. Wir sehen uns dann gleich auf der Strecke. Gut, dass heute so wenig los ist, ne? Parallel so. Und das spiegelt sich dann, das ist ein Endlosspiegel. Ja, wir warten eigentlich gerade auf die Sarah, die ist gerade am Fahren. Ja, wo ist unser Girl da? Zeig uns jetzt. Thank you.
Klasse, hast du gut gemacht. Hey, der hat einen Lappi dabei, du kannst mir nachher die Aufnahmen geben. Der hat einen Lappi dabei. Ja. Ich auch. Du auch? Keinen dabei. Was ist denn das? Klar. Hab ich doch gesehen. Nee, da ist auch keiner drin. Na, scheiße. Nein, kalte Reifen! So, da sehen Sie eine Sarah. Ich bin ready, Doris! Klar, man kann immer schneller, aber mein Gott, wir gewinnen da alle nichts von. Ja, am Wochenende geht es dann zur IDM nach Hasewinkel. Der Wetterbericht sagt ja wieder, es soll regnen. Mal gucken, was uns da erwartet. Ist natürlich wieder richtig scheiße, wenn man so Tage hat wie heute und dann soll es wieder regnen. Jo, wir sehen uns dann nächste Woche oder wir sehen uns besser gesagt das Wochenende dann in Hasewinkel. Mal gucken, wie viel ich da filmen kann. Was da so abgeht. Haut rein, bis denn.